Zum zweiten Mal gab es in Chemnitz die Veranstaltung Tag und Nacht aktiv. Eine Aktion der Agentur für Arbeit Chemnitz, die nach der Premiere im vergangenen Jahr auch diesmal zu einem echten Erfolg werden sollte. Es ist ein Zusammenführen von jungen Leuten, die eine Ausbildungsstelle suchen und Betriebe, die tolle Angebote haben. Dadurch, dass viele Unternehmen inzwischen mehr Lehrstellen haben, als wir im Moment Auszubildende, ist das für die Unternehmen ganz wichtig. Deshalb sind auch so viele da. Aber es ist natürlich auch für die Jungs und Mädels, für die jungen Damen, jungen Herren, für die Eltern eine wunderbare Gelegenheit, an dem Freitagnachmittag, an dem Freitagabend sich mal intensiv, aber auf der anderen Seite auch unterhaltsam zu informieren, was man sofort noch lernen kann, wenn man noch eine Ausbildungsstelle sucht, aber auch vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr ins Auge fasst, was man werden will. Unter anderem diese Frage sorgte am 20. August für eine proppenvolle Innenstadt. Der neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Chemnitzer Arbeitsagentur, Thomas Letisserin, eröffnete zusammen mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig die Veranstaltung. Doch nicht nur das. Beide verewigten sich gleich selbst auf der Ich-bin-gut-Wand mit einem Spruch, eine Aktion, welche die Jugendlichen sicher auch aus der Reserve locken soll. Auf dem Neumarkt gab es unzählige Unternehmen und städtische Einrichtungen, die sich mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten den Jugendlichen präsentierten. So auch der Abfall- und Stadtreinigungsbetrieb Chemnitz, kurz ASR, bei dem das Thema Ausbildung ganz groß geschrieben wird. Wir brauchen genauso gute junge Leute. Wir sind in Konkurrenz mit den vielen Unternehmen, die genauso modern sind, wie wir das auch sein wollen und auch sind. Und insofern sind wir heute hier mit dabei. Bei Tag und Nacht aktiv in Chemnitz konnte man in diesem Jahr von einem echten Branchenmix sprechen. Denn auf der Suche nach Lehrlingen sind nicht nur die großen Unternehmen der Region, auch die Handwerksbetriebe waren auf dem Neumarkt und der Kinoebene der Galerie Roter Turm mit dabei. Wir haben heute hier 60 Aussteller, also wir sind ganz begeistert, eigentlich durch alle Branchen, vom Friseur, Bäcker, Metallberufe, Elektroberufe, es ist alles dabei, alle bekannten Unternehmen, die wir haben und natürlich auch kleinere, unbekanntere. Und ich denke, das ist heute eine richtig super Sache, um darauf aufmerksam zu machen, dass bei uns hier in der Region richtig was geht und dass hier Zukunftsberufe zu lernen sind. Die Unternehmen der Region machten das deutlich und zeigten ihre vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. Ein Beispiel dafür ist die Sparkasse Chemnitz, die gezielt junge Menschen aus der Region sucht. Wir haben also eine sehr fundierte Ausbildung, 2,5 Jahre bei Abitur, 3 Jahre real. Und es geht zwischen Abteilungen bis hin zum Markt, natürlich sehr marktlastig die Ausbildung. Und wir haben zum Ziel, unseren Berufsnachwuchs eben selbst auszubilden. Wir wollen praktisch, dass der Mitarbeiter dann von Anfang an in der Sparkasse ist und sich dann auch damit verbunden und verwurzelt fühlt und auch schon in der Ausbildung halt unsere Kunden kennenlernt. Diese Aktion der Arbeitsagentur im Herzen von Chemnitz war aber keine typische Messe, sondern vielmehr ein Event zum Anfassen und Ausprobieren. Alle Unternehmen und Behörden, die sich hier präsentierten, gaben einen Einblick in ihre Arbeit, so auch die Bundespolizei. Sie zeigte anschaulich ihre verschiedenen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Mit der Aktion Tag und Nacht aktiv sollen die Jugendlichen aber auch motiviert werden. Denn gerade wer noch Zeit hat, bis es ernst wird in Sachen Ausbildung, kann sich hier Ideen holen, ist dann aber auch auf das, was ansteht, besser vorbereitet. Also zum Beispiel bei Jungs, die vielleicht so nicht so sehr gerne und fleißig lernen, wenn die genau wissen, ich brauche eine 2 in Mathe, um den Beruf, den ich unbedingt machen will, wirklich zu schaffen, dann habe ich eher eine Motivation, dann auch mal zu lernen, weil ich weiß, es lohnt sich. Ich kriege wirklich dann auch so eine Ausbildungsstelle. Und die Situation haben wir. Man kann jetzt schon Praktikumsplätze verabreden, um also auf dieses Ziel auch hinzuarbeiten. Eine Tatsache, die sich immer wieder bestätigte. So wie bei dem 15-jährigen Schüler Sebastian Helbig. Er hat sich bei Tag und Nacht aktiv informiert, war zugleich bestens vorbereitet. Die Bewerbungsmappe hatte er gleich mit dabei. Eine Initiative, die bei den Unternehmen gut ankommt, die im Moment händeringend nach Azubis suchen. Ich werde zwar mehr umworben, aber das liegt dann eher an meinem überdurchschnittlichen Notendurchschnitt. Aber man merkt schon bei vielen Firmen, dass Lehrlinge im nächsten Jahr fehlen werden und dass sie sich dann mehr darum kümmern oder mehr darum sorgen, dass sie wieder Auszubildende finden. Waren vor Jahren also noch die Ausbildungsplätze in der Unterzahl, kippte inzwischen das Verhältnis und nun suchen die Unternehmen nach Auszubildenden. Dabei werden gerade Aktionen wie Tag und Nacht aktiv von den Jugendlichen sehr gut angenommen. Sie nutzen die Veranstaltung aber nicht nur, um sich zu informieren. Die meisten kommen sogar gezielt.
mit dem Zeugnis, mit einer kleinen Vita dazu, manchmal auch mit den Eltern. Aber in der Regel ist es so, dass schon der Jugendliche kommt. Wir bieten ja auch Schülerpraktikas an. Hier kann man sich schon mal vorab informieren, kann man schon mal reinschnuppern in einer Geschäftsstelle. Möchte ich sowas oder kann ich überhaupt sowas? Weil man muss schon mit den Menschen arbeiten können, man muss auf Menschen zugehen können. Ähnlich wie beim Fernsehen. Doch nicht nur kaufmännische Berufe wurden bei Tag und Nacht aktiv vorgestellt. Fast alle Berufsfelder wurden den Jugendlichen näher gebracht. Zudem konnten sich die Schüler für einen Ausbildungsplatz oder eben ein Praktikum bewerben. Selbst wer keine Bewerbung dabei hatte, vor Ort konnte diese gleich erstellt werden, natürlich auch mit dem entsprechenden Look fürs Bewerbungsfoto. Und selbst das wurde direkt vor Ort von einem professionellen Fotostudio erstellt. Dann konnten sie beginnen, die ersten Gespräche für den vielleicht künftigen Ausbildungsplatz. Tag und Nacht aktiv brachte auch bei der zweiten Ausgabe Menschen und Arbeit auf eine neue Weise zusammen. So hatte es sich die Agentur für Arbeit vorgenommen. Die erste Zwischenbilanz am Abend sollte ihnen recht geben. Wir haben heute 5000 Gäste ungefähr gehabt und es ist also richtig toll. Wir sind begeistert, unsere Aussteller sind begeistert und ich habe mit einigen schon gesprochen und das, was ich weiß, sind jetzt so ungefähr 300 Bewerbungen über den Tisch gegangen sind und bestimmt noch ein paar mehr, alle konnte ich ja nicht sprechen und es ist also ganz, ganz toll gelaufen. Bei einer so guten Resonanz erübrigt sich eigentlich die Frage, ob es Tag und Nacht aktiv auch im kommenden Jahr geben wird. Eine Aktion, die Anstoß zum Nachdenken und Startschuss sein soll für die nächste Bewerbungsrunde einer neuen Schülergeneration. Ich hoffe sehr. Also jetzt habe ich ja schon Anmeldungen fürs neue Jahr. Und also ich gehe ganz stark davon aus, dass wir es im nächsten Jahr hoffentlich nochmal toppen können. Tag und Nacht aktiv soll die Jugendlichen anregen, selbst aktiv zu werden. Um schon frühzeitig zu wissen, welchen Beruf man ergreifen sollte und welche Voraussetzungen man dafür braucht. Eine erfolgreiche Aktion, die es somit auch 2011 in Chemnitz geben wird.